Eintritt von Sauerstoff verhindert der Kohlekuchen. Das Schmieden erfordert Körperkraft, Geschicklichkeit und Übung. Denn schmieden muss man, solange das Eisen warm ist. Schwaches Material lässt sich aber ohne weiteres kalt verformen. Vieles wird mit Augenmaß gemacht und stimmt dann trotzdem auf den Millimeter. Ein Beweis für die hohe Geschicklichkeit von Jakob Herzog. Hitze für das Feuerschweißen der vier Ringe. Konisches Zurichten des Narbenringes. Klar.
25 oder 35 Jahre nicht mehr geschmiedet hat. Gell? Darf nicht lange und dann haben wir rausziehen. Schneider und Bürger. Muss man den zusammen, oder? Das haben wir ja. Komm, geht's. Schenken wir es halt schnell. Dann mache ich schon mal links. Mein Nagel ist schön warm. Das kommt, gell? Ja, oder?
Nageleisen vom Vater des Lehrbuben, Robert Statzmann. Du nimmst noch hartes Eisen mit, gell? Und riechst du es. Beim Rundblick durch die Schmiede wird sichtbar, wie viel Werkzeuge und Gerät in den fast 300 Jahren seit Bestehen des Hauses hergestellt wurde. Die Türe zum Keller des Hauses, der erhöht im felsigen Berg lag, war zugleich die Pforte zur Wohnung des Meisters im ersten Stock. Der Antriebsmotor mit Transmission für die Drehmaschine gehört zur neueren Anschaffung. Schwerpunkt der Schmiedefertigkeit war bis zum Zweiten Weltkrieg die Beschlag- und Wagenarbeit, Hufeisen für kranke Hufe der Pferde in allen Variationen und Größen. Beschläge für die Leisam. Die Stütze, sie war die Stütze von der Achse aus auf das Oberteil der Leiterwagen. Eisen für die Zugwagen und Waagscheite. Der Rauchfang mit Esse und Luftschieber. Amboss. Unzählige Gesenkhämmer. Norbert Herzog N.H. Die Initialen des Vaters von Jakob. Dazu die Untergesenke. Zangen für alle möglichen Werkstückformen und fast alles im Laufe der Jahrhunderte selbst hergestellt. Steht noch Aufstellfuß und Beschlagstühle mit Hufraspel, Hammer, Nägeln und Greifzange.
Holzbohrer. Früher war der Schmied ein halber Tierarzt. Nicht nur die Hufe wurden behandelt, auch in die Ställe wurde er gerufen. Behandlungsmedikamente. Dichtungskit. Tabellen. Nun aber wieder zu unserem Vortrag.